nochmal auch einen Gruß nach überall hin, wo das jetzt gerade zu sehen ist. Wir haben heute nach der PK noch das Vergnügen, dass wir den Man of the Match des heutigen Spiels Matze Musche hier haben. Natürlich aus gegebenem Anlass. Du warst bei deinen zu Gast. Dann musstest du erstmal in die Mannschaftsbesprechung. Es ist aller Ehren wert, dass du jetzt noch der PK nochmal extra hergekommen bist. Vielen Dank. Erstmal auch im Namen der Fans, hast du ja gemerkt, die freuen sich alle. Gratulation und danke für die Verlängerung. Mega, wie fühlt sich das eigentlich an? Ich nehme an, das ist schon eine Weile her, das so lange mit sich rumzutragen und nichts sagen zu dürfen und so. Ach nee, alles gut. Also ich freue mich total, dass das so gut angenommen wird. Mach mal, fass mal hier an bitte, weil du bist an der Antenne so, ja. Okay, also ich freue mich total, dass das so angenommen wird. Ja, wir wollen ja den Weg auch einfach so weitergehen. Ich habe das bei Dein schon gesagt. 2011 kam ich in die Mannschaft. Das ist jetzt schon eine ganze Weile her und wir waren ein Mittelfeldteam. Deshalb macht es mich total stolz, jetzt den ganzen Weg bis ja, eigentlich an die Spitze mitgegangen zu sein und freue mich einfach mit der super Mannschaft, das noch 3 Jahre fortzuführen. Es war sehr bemerkenswert, wie du hier gerade auch dir die Daten noch durchgelesen hast, gesagt hast, Mensch, ich hatte heute 4 Buden, da hätte man noch, es hätten 5 sein können, ich glaube, du hattest, ja. Du hattest glaube ich, 4 von 5, oder? Mhm. Wie ist das Spiel aus deiner Sicht heute so zu erklären, in dieser Intensität, euer Manager, der ja auch nicht immer gute Laune hat, wie du weißt, manchmal, der stand hinter mir und sagt, Stefan, kneif mich mal, was ist denn hier gerade los? Wie ist das irgendwie zu erklären aus deiner Sicht? Ja, ähnlich geht es mir auch, also es ist Wahnsinn, wie wir seit, naja, eigentlich muss man ja sagen, seit 3, 4 Jahren konstant performen. Klar, hast du immer mal Spiele dabei und Spiele, die du verlierst auch. Aber ja, wie wir jetzt wieder mit 15 gewinnen, ich habe keine Ahnung, gegen eine super, super Mannschaft. Ich glaube, da sind ganz viele Facetten. Wir sind super vorbereitet. Wir haben einfach 18 Superspieler. Können ja auch alle reinwerfen in diesem 3-Tages-Rhythmus und es gibt keinen Leistungsabfall. Das ist absolut Wahnsinn und wir sollten das einfach genießen, weil leider ist Sport auch vergänglich und es wird auch mal wieder andere Zeiten geben, aber jetzt genießen wir, dass es so läuft. Du hast es auch gesagt, wenn man, wir haben ja auch immer einen sehr guten Blick so auf euch auf der Bank. Da stehen dann halt quasi Spitzenspieler auf der Platte und du guckst auf die Bank und denkst, du könntest die jetzt auch einbringen. Wie wird denn da die, weil man hat nicht den Eindruck, dass da irgendwie Unmut herrscht oder das, weil das ist ja in so einem gruppendynamischen Prozess auch manchmal möglich, dass so ein bisschen Muffelei ist. Wie funktioniert denn die Kommunikation? Wann wisst ihr, jetzt ist es bald soweit, jetzt bin ich gleich drin oder wisst ihr das vorher, gibt es einen Plan vor dem Spiel? Ja, ist immer unterschiedlich. Das hängt natürlich auch mit Belastungen zusammen, mit Verletzungen, angeschlagene Spieler und so weiter. Aber das Gute ist ja wirklich, wie du schon sagst, dass wir da 18 Spitzenspieler haben und jeder weiß, dass er gebraucht wird. Und wenn einer nicht gut performt, was ja auch immer mal passiert, was ja okay ist, dann kommt halt der Nächste. Und ich glaube, das zeichnet uns einfach aus. Wie hat denn das sich angefühlt, beim DRB-Pokalspiel plötzlich auf der anderen Seite spielen zu dürfen? Das sah so geil aus. Ja, sicherlich komisch, weil es eine ganz andere Perspektive ist als sonst, aber auch okay. Ich glaube, wenn Benno mich irgendwann nochmal ins Tor stellt, dann habe ich schon fast jede Position beim SCM durch. Ja. Wer weiß. War das ein Wink? Er ist gerade hinten rausgegangen, wobei willst du dich wirklich gerade mit Nico in der Form anlegen? Es ist doch Wahnsinn. Also das will ich nicht, das will ich nicht. Nehmen wir mal dich als Mensch. So bei dem Film, wo deine Verlängerung bekannt gegeben wurde, waren halt auch die Bilder von den alten Zeiten mit dabei, komplett ohne Bart, glatt rasiert und mit einer Haut wie Elfenbein, um nicht Babypopo zu sagen. Ist ja auch schon eine Weile her. Die Entwicklung von dir als Mensch innerhalb dieser Mannschaft, aber auch als hier in der Stadt, so als Magdeburger, wie kannst du das in Worte fassen, wie das so, gibt es da so Phasen, weil es gibt den wilden Matze, dann gab es irgendwann mal so einen halbwilden Matze und jetzt hat man hier so einen gesettelten Familienvater. Ich habe das Bild gerade im Kopf, wie du vorhin zu deinem Kind gelaufen bist und ihr Spaß hattet auf der Platte. Ach ja, klar wird man älter, aber ja, die Entwicklung von mir ist vielleicht auch mit der Mannschaft gleichgegangen. Man wird dann irgendwann Familienpapa, dann gibt es auch Sachen, die wichtiger sind als Handball, das muss man einfach so sagen. Aber trotzdem ist es natürlich schön, wenn es sportlich läuft und im Privaten läuft, also ich könnte gerade nicht glücklicher sein. Was könnte man da für eine Frage hinten anstellen? Gar keine. Hoffen wir, dass es möglichst lange so bleibt, dass es ein möglichst dauerhafter Zustand ist, weil bis du glücklich sind wir auch glücklich. Wir haben bei Fans Matze Musche heute Man of the Match mit dem Augenzwinkern natürlich so ein bisschen. Na, so schlecht habe ich auch nicht gespielt, Stefan. Für dich ist immer ein Augenzwinkern. An dieser Stelle blenden wir aus und gehen ins Armdrücken über. Bis dann, Mascha.